Hallo, 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 hier ist wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute ist der 23. Januar. Ja. Der 23. Januar, da hat auch jemand Geburtstag. Wer hat heute Geburtstag? Arjen Robben. Arjen Robben, wie sieht denn der aus? Hä? So. Arjen Robben? Holländer, spielt beim FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Bravo. Nächster. Ja, der 1960 hat der Schweizer Jacques Piccard den Marianengraben sozusagen ertaucht. Ertaucht? Ertaucht. Also er ist dahin getaucht. Okay. 10.916 Meter tief. Tiefste Stelle der Tiefste Stelle der Welt. Genau, da ist er hingetaucht. Das war 1960. Jacques Piccard. Ich nehme mal an, dass der Jean-Luc Piccard, kennst du den? Den kenne ich auch. Der ist aber durch die neutrale Zone in die weitesten entfernten sonst wo hingeflogen. Ja, genau. Das ist die Figur aus Star Trek. Star Trek, ja. Star Trek. Nächste Generation. Mhm. Das ist der Mr. Captain. Fleischmütze? Mr. Skeletor. Skeletor oder sowas. Nee, wie heißt er? Skeletor? Bei X-Men heißt er, spielt er den doch. Ach, nee, Skeletor ist von Masters. Ja, ja, nee, warte mal, wie heißt er da? Mr. Mr. X? Der Mr. X-Men. Nee, wie heißt der? Der Böse auf jeden Fall. Der Mr. von den X-Men. Ja, genau. Also Jean-Luc Picard hat den Namen... Als er zurückkam von Star Trek, hat er das mit den X-Men gemacht. Egal. Jedenfalls, der Schweizer Jacques Picard ertauchte den Marianengraben. 1960. Und 1988? Ja, was war da? Am 23. Januar. Spielst du Lotto? Ab und zu mal. Ja, nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, das haben 1988 sehr viele gemacht. Und da gab es wirklich die Besonderheit, dass 222 Spieler 6 Richtige hatten. 222 gleich. Und die mussten sich dann den Jackpot teilen. Und haben dann jeweils 84.000 Mark gewonnen. 84.000 Mark mit 6 Mark Richtigen. Mit 6 Richtigen. Bisschen frustrierend, finde ich. Ja, ist ein bisschen so, Geld auf jeden Fall. Ich habe 6 Richtige und es gibt nur 221. Aber wenn du 6 Richtige hast, dann denkst du ja auch wirklich, du hast... Dann denkst du, du hast abgeräumt, ja. Und dann kommen die mir... Ausgesorgt bis zum Gehtnicht. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 84.800 Mark. Ja, und dann kam... Heute nach heutigem Stand 43.000 Euro. 43.000 Euro, da kannst du dann halt mal ein Jahr von leben, aber das war's. Ja, da kannst du mal ein Sabbatical machen. Sabbatical. Ja, das Wort habe ich das erste Mal wahrgenommen, als der Jürgen Klopp damals von Dortmund gegangen ist und hat gesagt, ja, ich werde mir ein Sabbatical werde ich jetzt machen oder irgend sowas. Hat er gesagt, glaube ich, in Pressekonferenz. Das war aber Thomas Tuchel, der das Sabbatical gemacht hat. Aber der Klopp hat es gesagt. Ja. Heute am 23. Januar ist auch Tag der Handballer. Jetzt, wo wir bei Tuchel waren. Handball. Ne? Ja. Handball, Tuchel, gar nichts miteinander zu tun. Zwei Sportarten. Also hier, Glückwunsch an alle Handballer. Heute ist euer Tag. Heute ist Eiertag, genau. 23. Januar, Tag der Handball. Apropos Eiertag, nicht nur Handballer, sondern auch Handballerinnen. Richtig, Rinnen. Ja, nicht nur Richtig. Eiertag. Handballer und Handballerinnen. Ja. Da draußen an den Fernseher und Fernseherinnen. Das heißt, alle, die jetzt zugesehen haben, die haben jetzt mitbekommen, heute, Angeberwissen, Tag der Handballer. Ja. Jacques Piccard taucht den Marianengraben. Richtig. Dann haben Lottospieler haben dann irgendwie 1988 hier geloost. Ja. Und der Holländer hat Geburtstag. Ja, cheerio, Sophie, bis morgen. Gute.